Lexica Botania. Musst du hinterher auch durchs Elfenportal werfen? Weiß ich. Das weiß ich. Ja, komm, gleich bist du soweit. Ach so, die frisst nur einmal in der Minute oder so. Also, die hat einen Cooldown nach jedem Fressen. Ach so, na, das ist, hat sich ja, trifft sich hier ja gleich. Mal. Okay, da despawnen die Items. Vor meinen Augen. Ja, ich sag doch, du brauchst einen halben Mana-Pool in der schnellen Zeit. Dann machen wir das einfach anders. Wir lassen den jetzt erstmal voll laufen hier. Mhm. Du kannst halt mit einem vollen Mana-Pool zweimal Terrastil herstellen. Jetzt muss ich gerade gucken. Unknown-Status. So, ich habe jetzt Rechtsklick drauf gemacht. Mana-Pool. Die Leiste ist leer. Wither Skull und einmal Soul Sand. Soul Sand Prozent habe ich angelegt. Perfekt. Sag mal, will mich das Ding verarschen? Ich glaube ja. Jetzt. Ach Leute, ich muss es gar nicht so weit verlegen. In die Richtung muss ich raus. So komisches Mana-Dingens. Hier, Mana-Tablet. Das ist nur zum Mana-Speichern. Hm. Für Items, die du halt mit im Inventar hast, die Mana brauchen. Okay. Wie zum Beispiel den Ring of Magnetization, der verbraucht Mana. Ja, nee, so ein Magnetring habe ich ja schon. Ich habe mir den Dingsmagneten gebaut. Bestimmt den gleichen wie ich hab. Ender-Euro? Nee, von Actuali habe ich den. Da habe ich auch den Crow-Ring. Ich habe mir lieber den Ender-Euro gemacht. So, warum wird der Mana-Pool nicht voll? Weil er lange braucht. Da ändert sich gerade überhaupt nichts bei mir am Mana Pool. Das ist das Merkwürdige. Obwohl die ganze Zeit Zeug reinfließt. Der braucht. Okay, ich brauche Filter. Die Filter brauche ich. Brauche ich Hopper. Mehr herstellen. Ich brauche nämlich. Wieso geht das nicht da rein? 6 davon. Insert Filter. Blacklist. Insert Filter. Das da rein. Blacklist. Insert Filter, das Blacklist. Insert Filter, das daran Blacklist. Insert Filter,
Schädel Blacklist. Insert Filter Skull Blacklist. Insert Filter Blacklist. Was? Cocon of Caprice. Teru Teru Bosu. Gesundheit. Slime in a Bottle. Live im Buer. Gesund. Ach, hier das Sextant. Drum of the Wilds. Drum of a Canopy. Okay, Rod of the Seas. Output. Hier unten schon. Nein, aber den schließe ich einfach direkt am Reaktor an. Mana Blaster. Kurz auf K. Wünsche mir Glück. Okay. Noch mal kurz gucken. Es sollte alles richtig eingestellt sein. Die Gourmarillis, die ist Kuchen, oder? Steak, Apple, Bread. TNT, Hydrua Dingsbums. Okay, die braucht Wasser. Wenn ich jetzt Water in a 3x3 Area around it on the same, macht die das dann leer? Nee, die kate aber nach einer Zeit. Was? Die verschwindet nach einer Zeit. Die wird zu eine Stunde. Totenbüschen. Eine Stunde steht da. Nars Limus Slime. Okay. Rosa Arkan. Experience Points. Die ist gut. Die macht schnell Mana. Thermalily braucht Lava. Around 5 minutes to cool down before it can absorb more Lava. Die scheint nicht zu verschwinden. Welcher? Die Thermalily. Das weiß ich jetzt nicht. Hier steht zumindest nichts drin, dass sie verschwindet. The hardest flower in the game. Ich nutze gerne die Rosa. Oh lol, die kann ich mir sogar wirklich herstellen. Rosa Farbstoff, roter Farbstoff und die zwei Runen, die habe ich. Weil die braucht nur Lava. Aber die macht, glaube ich, alle 5 Minuten. Ja. Der läuft halt überhaupt nicht voll, der Pool. Da verändert sich gar nichts und da kommt die ganze Zeit Mana rein. Ich raff das nicht. Wenn ich das jetzt... Ach, jetzt! Schau mal an, jetzt ist da auf immer was drin. Wenn ich Rechtsklick drauf mache. Ja, du musst immer Rechtsklick drauf machen. Na toll. Das wusste ich doch nicht.
Alter, 439 weiße Lootbags. Ja. Das lohnt sich. Weil das Zeug aus meiner Mob-Farm wird jetzt ins ME gepumpt. Das gefällt mir. 282 grüne Lootbags. Ja. Das und das. Warum bist du nicht geplaced? Einziges Mana-Stil. Wo ist jetzt der Block? Für den Elfen Getaway Core. Dann wäre ich ja fürs Erste glücklich. Noch was? Achso, die wollte ich mal. Rune, Feuer und Erde haben wir hier. Einmal rot, zweimal orange haben wir hier. Aber ich brauche wieder Seed. Da. Okay, an sich funktioniert das System jetzt. Jetzt habe ich zwar wieder die Runen eingesaut, aber gut. Jetzt ist die Frage. Fuck, der braucht Draconic. Oh, fuck. Thema. Killer. Produkt Mana from around 45 Sekunden after a stop is needed to cut off time around 5 minutes to cooldown. Okay, dann setzen wir dich jetzt dahin. Dann holen wir die Buckets hier unten raus. Ich verstehe gerade kein Wort. Nee, ich rede gerade mit mir selber. So, jetzt müssen wir da unten erstmal schnell zubauen. Runterläuft. Ich hab doch ein Bilderswand. Da ist er. Hast du was, Blümchen?
Sie macht einfach mal gar nichts. Hätte ich auch sparen können. Wobei, ich lasse das erst. So. Wo? Da. Okay, ich muss unbedingt ins Ende, ansonsten funktioniert die Farm nicht. Oh Gott, gut, 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 gut. Irgendwas wollte ich jetzt machen. Wenn du erst merkst, nachdem du 6 Wizard gespawnt hast, dass du den Mob-Grinder, den du benutzen wolltest, gar nicht bauen kannst. Weil? Der Awakened Draconium braucht, bevor ich den Ender Dragon besiegt haben muss. Ja gut. Ich hab ihn halt nicht so teuer in Erinnerung gehabt. So, Pflanze, machst du jetzt was? Ich hab für dich nie will hier nie umsonst Zeug eingesaut haben. Aber ich glaube, die Lava daneben platzieren geht doch gar nicht. Da verbrennt die Blume. Ja, das mal schlau lesen hier.